Hallo, liebe Deutschlernende. Dieses Video ist nicht perfekt, aber ich denke, es wird euch trotzdem gefallen. Es ist so herrliches Wetter wieder in Berlin. Die Sonne scheint. Das Licht ist vielleicht nicht so gut aus dieser Perspektive, aber ich wollte mich anscheinen lassen von der Sonne. Die Sonne scheint mich an. Und genau, das Thema, über das ich mit euch heute reden möchte, ist folgendes. Es ist eine Idee, die mir letztens gekommen ist, weil ich ja so enorm perfektionistisch war, als ich angefangen habe. Ja? Ich war sehr, sehr perfektionistisch. Es war im Oktober letzten Jahres, habe ich angefangen mit Authentic German Learning. Also wir nähern uns dem Jahrestag, wir nähern uns dem Jubiläum. Und als ich angefangen habe, fiel es mir sehr schwer, überhaupt irgendwelches Material zu produzieren. Es fiel mir schwer, einen Artikel zu schreiben. Es fiel mir schwer, Videos zu machen. Und damals hat es mich 2 Wochen gebraucht. Ich habe 2 Wochen gebraucht, um ein einziges Video zu veröffentlichen. Und ich habe 1 Dutzend Takes gemacht pro Video. Ja, ich habe die Videokamera angeschaltet. Dann habe ich geredet und dann dachte ich, ah nee, das ist nicht gut genug. Und dann habe ich es nochmal probiert und so weiter und so weiter. Und auch beim Artikelschreiben. Ich meine, jetzt konzentriere ich mich mehr auf Videos als auf Artikel, aber damals habe ich noch Artikel geschrieben und ich schreibe auch wieder Artikel, also gerade Buchrezensionen und all sowas. Und ich, also es war wirklich so, dass ich total mit diesem Perfektionismus gekämpft habe und mir ist letztens aufgefallen, warum ich keinen Perfektionismus mehr habe oder nicht mehr so einen großen Perfektionismus. Zum einen, Übung macht den Meister. Das ist ein deutsches Sprichwort. Übung macht den Meister. Einfach dadurch, dass ich immer mehr Videos gemacht habe und immer mehr produziert habe, fällt es mir jetzt leichter, das Ganze zu machen. Aber auch, das ist ganz wichtig, und ich hoffe, das kannst du auch in deinem Leben anwenden, diesen Ratschlag oder diese Idee. Es gibt dieses Zitat, ich glaube, es ist von Goethe. Ich sollte es eigentlich wissen, weil ich es öfters mal tweete. Das Zitat lautet: Jemand, der nie einen Fehler gemacht hat, der hat auch nie etwas probiert. Und mir ist aufgefallen, dass mich Fehler nicht mehr so stören, weil ich so viel mache und dadurch mache ich ganz viele Fehler. Ja? Also der Fehler, wenn ich mich zum Beispiel jetzt verspreche oder unvollständige Sätze formuliere, weil ich manchmal meine Gedanken ordne. Dieser Fehler ist nicht so wichtig, weil ich so oder so ganz viele Fehler mache. Das ist irgendwie ein seltsamer Gedanke, aber es ist wirklich so, wenn man ganz viel macht und ganz viele Fehler, dann denkt man sich, naja, das ist nicht mehr so wichtig, weil morgen werde ich wieder Fehler machen. Ja? Wie zum Beispiel diesen Fehler, der mir manchmal passiert,
Und wenn mir dieser Fehler passiert, dann versuche ich das auch zu kennzeichnen in den Untertiteln. Das machen viele Deutsche, diesen Fehler. Viele Deutsche sagen da, weil, und dann bilden sie einen ganzen Hauptsatz, nicht einen Nebensatz. Ja? Richtiges Deutsch ist zum Beispiel, ich nehme den Regenschirm mit, weil es regnen könnte. Das ist richtiges Deutsch. Viele Deutsche, die denen fällt es schwer, die Gedanken so umzuformulieren. Deutsch ist manchmal eine seltsame Sprache. Deswegen sagen viele Deutsche, ich nehme den Regenschirm mit, weil es könnte regnen. Und das ist praktisch ein Weil mit Doppelpunkt. Ich nehme den Regenschirm mit, weil... Und dann sind sie vielleicht in Gedanken kurz weg und dann denken sie, ah ja, ich wollte dann noch etwas sagen. Und dann bilden sie einen Hauptsatz, wo sie einen Nebensatz hätten bilden sollen. Ja? Ich nehme den Regenschirm mit, weil... Es könnte regnen. Das ist falsch. Richtig? Ich nehme den Regenschirm mit, weil es regnen könnte. Ja, im Nebensatz nach weil kommt das Verb ans Ende. Das Verb kommt immer dann, wenn man schon den ganzen anderen Satz, den ganzen restlichen Satz vergessen hat. Wie Mark Twain meinte. Genau, das ist, ich ziehe hier einen Schlussstrich, das ist auch ein Fehler, den ich manchmal mache, dass ich über ein Thema rede und dann abschweife. Ja, ich schweife ab und dann rede ich über etwas ganz anderes, weil es mir gerade in den Sinn kam, aber in diesem Fall hoffentlich auch sehr hilfreich für euch. Darüber wollte ich schon immer mal reden, über die Macken, die Deutschen manchmal haben mit ihrer Sprache. Vielleicht mache ich auch ein Video nur über all die sprachlichen Macken, die wir Deutschen manchmal haben. Aber wie gesagt, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich. Wie gesagt, lass dir diesen Gedanken mal heute durch den Kopf gehen, ja? Dass du einfach so viele Dinge machst und dadurch auch so viele Fehler, dass Fehler gar nicht mehr so wichtig für dich sind und dass du sie einfach machst, weil das einfach ein Teil des Lebens ist. Ja? Fehler sind ein Teil des Lebens und gerade beim Sprachenlernen macht man viele Fehler. Man kann eine Sprache meiner Meinung nach nicht lernen, wenn man nicht bereit ist, Tausende von Fehlern zu machen. Tausende von Fehlern. Das war's für heute. Die Leute, die in der Umfrage gesagt haben, sie mögen längere Videos, werden sich freuen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.